Den Titel sehen Sie, zwei Sitze im Stadtrat und was für Sie wahrscheinlich neu ist, Rückeroberung des Stadtpräsidiums. Haben wir jetzt entgegen früheren Aussagen von mir müssen feststellen und sind zum Schluss gekommen, dass wir auch im Stadtpräsidiumswahlkampf wettet antreten. Der Grund ist eigentlich der, wir sind, und das ist auch offensichtlich in der Bevölkerung, zum Schluss kam, dass der amtierende Stadtpräsident während der letzten gut drei Jahre nicht gelungen ist oder sicher nicht optimal gelungen ist, ein schlagkräftiges und nach außen geeint auftretendes Stadtratsteam zu formatieren. Die Erwartungen, die die Stadtzuger und Stadtzugerinnen hatten, an diese Rolle, die sind unserer Auffassung nach nicht oder nicht genügend gut erfüllt worden. Deshalb sehen wir uns in der Pflicht, wenn wir nicht zufrieden sind, dass wir selber in die Hose steigen und die Verantwortung wieder versuchen zu übernehmen. Ich kann Ihnen vielleicht zwei, drei Beispiele sagen, wo wir sagen müssen, das hat uns nicht gefallen. Das ist sicher mal die Kommunikation im Zusammenhang mit dem Kunsthaus. Das Belvedere ist sicher nicht gut gelaufen von Seiten des Stadtrats und Freidenker-Plakat-Geschichte, das war von uns aus gesehen ein Trauerspiel sondergleichen, wie sich der Stadtrat, der damalige Stadtrat, dort verhalten hat. Als bürgerlicher Kandidat sind wir wirklich glücklich, dass sich der Karl Kobel zur Verfügung stellt. Er hat mit seiner sachlichen und zielorientierten Art von Politisieren sich schon in dieser Zeit, wo er jetzt bei uns ist, den letzten acht Jahren, können einen grossen Respekt und Anerkennung erschaffen. Die Chancen sind sicher intakt. Es kommt jetzt auch ein bisschen auf die Reaktion an, was machen die anderen bürgerlichen Parteien. Wir gehen jetzt einfach mit, wir sind jetzt mit dieser Botschaft, gehen jetzt mit dieser Botschaft raus. Wenn es einen bürgerlichen Schulterschluss gibt, sind die Chancen sehr gut. So, mehr Sicherheit, wollte ich sagen. Sicherheitsassistenten, mehr Sicherheitsassistenten oder dann wieder retour zu der Stadtzugerpolizei? Also ich glaube, der Zug mit der Stadtzugerpolizei, der ist abgefahren. Aber man hat damals in der Stadtzuger versprochen, mit dieser Polizeifusion hätte ich nachher die Stadt einen besseren Sicherheitslevel. Und da sind wir klar der Meinung, und da haben wir ja auch fundierte Zahlen, der ist nicht eingetreten. Und von mir aus gesehen muss die Stadt härter das Versprochene einfordern. Ob es dann mit Sicherheitsassistenten ist oder mit Securitas, das ist letztendlich nicht unbedingt das, was wir jetzt entscheiden müssen, sondern wichtig ist, dass endlich etwas passiert. Eine andere Frage. Dies haben wir nie im Stadtrat, hat man inzwischen wohl gesehen. Herr Kuppel, wie wollen Sie das machen, dass es am harmonischer funktioniert? Die Leute gerne mit mir zusammenarbeiten. Und das ist mein Boden. Und da habe ich viele gute Erfahrungen gemacht und diese Erfahrung bringe ich ein. Konkret geht es in einem Team darum, dass man miteinander redet. Der Dialog ist ganz wichtig, aber dann auch das Vertrauen. Und das Vertrauen basiert einfach auf einem einfachen Grundsatz. Tun, was man sagt und sagen, was man tut. Das gilt insbesondere auch innerhalb von einer solchen Kollegialbehörde. Ja, nicht nur gegenüber dem GGR. Wenn ein Stadtrat, ein Kollegium einen Entschluss gefasst hat, einen Mehrheitsentschluss gefasst hat, ist das der Entscheid vom Stadtrat und der wird so in der Öffentlichkeit vertreten. Und da würde ich mich vieles am besten für einsetzen und das durchsetzen, was dem so ist. Man kann es auch zum Thema Meinungsbildung auch so formulieren. Die Ausmarchung von unterschiedlichen Positionen aufgrund von der politischen Herkunft der einzelnen Stadtratsmitglieder hat innerhalb von den Stadtratssitzungen stattzufinden. Aber wenn dort die Ausmarchung in dem Sinn vonstatten gegangen ist, dann, ab dem Zeitpunkt, wird nach außen einfach als Kollegialbehörde der Stadtrat hat beschlossen oder entschieden kommuniziert. Und das muss wieder viel mehr zu tragen kommen.